Liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Freunde und Freundinnen der Literatur, ich darf Sie zur Fortsetzung der Poetikdozentur Literatur und Religion heute kurz nach Pfingsten ganz herzlich begrüßen, und besonders begrüßen darf ich unseren heutigen Gast und Referenten Ilya Trojanow. Wir sind alle Gäste, wir sind alle Pilger, heißt es im Roman Der Weltensammler von Trojanow. Der Mensch als Homo viator, ausgespannt zwischen Herkunft und Zukunft, unterwegs in dem knappen Interim zwischen Geburt und Tod, das wir unser Leben nennen. In welche Richtung strecken wir unsere Fühler aus? Welches Ziel nehmen wir ins Visier? Welchem inneren Kompass folgen wir? Werden wir je irgendwo ankommen? Ich erinnere mich noch gut, wie ich vor gut 7 Jahren von unserem jüngsten Filius eine Lektion im Ankommen erhalten habe. Als ich ihn bei regnerischem Herbstwetter zum Kindergarten brachte, blieb er vor der Tür plötzlich stehen, schaute mich aufmerksam an, als wolle er kontrollieren, ob ich auch wirklich zuhöre, und sagte: Papa, damit du es weißt, das sind keine Pantoffeln, das sind Batschen. Und Mütze und Anorak, die gibt's hier auch nicht. Das sind Haub und Quant. Und vor allem die Butterbrotdose, die geht hier gar nicht. Das ist eine Jausenbox. Es war ihm absolut wichtig, das anzumerken. Danach stolzierte er durch die Tür in den Kindergarten. Man muss also diese kleinen Schibulets lernen und auch beherrschen, um irgendwo ankommen zu können. Viel einschneidender und radikaler müssen die Erfahrungen gewesen sein, die Ilya Trojanow zwischen seinem 6. und 7. Lebensjahr gemacht hat. Früh hat er Abbrüche und Aufbrüche erfahren, die ihm ganz andere Anpassungsleistungen abverlangt haben. 1971 floh er mit seinen Eltern aus dem kommunistischen Bulgarien über Flüchtlingslager in Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo die Familie in München politisches Asyl erhielt. Aber schon ein Jahr später war ein neuer Exodus angesagt. Nun ging es nach Kenia, wo der Vater eine Anstellung als Ingenieur erhalten hatte. Während die Mutter zu Hause die Erinnerung an Bulgarien, die verlorene Heimat, wachhielt und zu konservieren versuchte, und der Vater sich einigermaßen herkunftsvergessen in die Arbeit stürzte, besuchte Trojanow die deutsche Schule in Nairobi. Im dortigen Goethe-Institut las er sich durch die Gesamtausgaben deutscher Klassiker und eignete sich einen literarischen Fundus an, von dem er wahrscheinlich bis heute zehrt. Nach dem Abitur, nach der Matura, ging es nach Paris. Dann studierte er in München Rechtswissenschaft und Ethnologie, brach das Studium ab, um einen Verlag zu gründen, der sich der Verbreitung afrikanische Stimmen im deutschen Sprachraum widmete. Danach unternahm er weite Reisen nach Indien, Afrika. Dazu könnte man vieles sagen, er selbst wird das viel besser sagen können. Deswegen breche ich hier ab und ergänze nur noch, dass er vielfältige Bücher verfasst hat, Reportagen, Reiseberichte, Essays, Interventionen, die sein bürgerrechtliches Engagement zeigen, aber auch Romane. Und ich möchte hier noch einmal kurz auf den eingangs schon erwähnten Weltensammler zu sprechen kommen, indem es darum geht, dass ein britischer Kolonialbeamte und Reisende, Richard Burton mit Namen, durch 3 Kontinente eine Reise macht. Der neugierige Blick auf die Welt, die wache Anteilnahme am anderen, am Fremden, die Bereitschaft zu lernen und der Wunsch zu verstehen, selbst dann, wenn Verstehen nicht sofort funktioniert, prägen das Werk des Grenzgängers und bekennenden Kosmopoliten Ilya Trojanow. Ihr denkt immer nur in groben Mustern, Freund und Feind, unser und euer, schwarz und weiß, lässt der Burton im Weltensammler sagen und fügt hinzu: Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass es etwas dazwischen gibt? Wenn ich die Identität des anderen annehme,
dann kann ich fühlen, wie es ist, er zu sein. Burton unternimmt, wie schon gesagt, drei große Reisen. Das strukturiert auch das Buch. Die erste geht nach Indien, die zweite nach Arabien, die dritte nach Ostafrika. Er will kein distanzierter, kühler Beobachter sein, sondern teilnehmen, dabei sein, interessiert sein. So setzt er sich dem anderen aus, büffelt wie ein Besessener fremde Sprachen, übt die kleinsten Details der Sitten und Gebräuche ein, nimmt sich den besten Weisheitslehrer, den er kriegen kann, vergräbt sich in Bücher, saugt das Neue und Fremde auf, als wäre es das eigene, sodass die Kategorien Fremdes, Eigenes durchlässig werden. Statt das eigene gegen das Fremde zu behaupten und die britische Überlegenheit zu zelebrieren, ist er fasziniert von der Idee der Verkleidung. Er tauscht die Gewänder, als könne er seine Identität wechseln. Er geht auf Marktplätze und Tavernen, spannt das Ohr auf, unterhält sich mit Sindhis, Belutschen und Panjabis. Er will sehen, denken und fühlen wie die anderen. Er will das eigene mit den Augen der anderen sehen. Sein Spiel der Verwandlung geht so weit, dass er seinem Diener befiehlt, die Rolle zu tauschen. Er möge als Herr gehen, er selbst, Burton, wolle Diener sein. Durch diese Perspektivverkehrung sieht er, was seine britischen Kollegen und Kumpanen übersehen, gar nicht sehen können. Und dem General der britisch-indischen Besatzung spiegelt er in einem Bericht, wie die Einheimischen das Verhalten des weißen Mannes einstufen, der meint, Indien mit den Segnungen der europäischen Zivilisation beglücken zu sollen, in Wahrheit aber als Unterdrücker und feiger Barbar gesehen wird. Bei seinen Reisen durch Indien und Arabien unterläuft Burton dann aber auch die Scheidelinie zwischen den Religionen. Und hier nähere ich mich langsam dem Titel des heutigen Vortrags an. Nachdem er die Traditionen des Hinduismus gut kennengelernt hat, wendet er sich dem Islam zu, lernt Arabisch, rezitiert den Koran, verrichtet die vorgeschriebenen Gebete, lässt sich beschneiden oder beschneidet sich selbst, das bleibt offen, und unternimmt als Scheik Abdullah die Wallfahrt zu den heiligen Stätten des Islam. Hier schlägt die Stunde der Hüter der Orthodoxie. Ist das koscher? Er wird verdächtigt, kein wahrer Muslim zu sein, aber er beherrscht die religiösen Riten und Praktiken so gut, dass er durchkommt. Und misstrauisch spricht retrospektiv, also später, ein Kadi, ein Richter, über ihn das Wort. Ich zitiere: Ich denke, dieser Mann steht außerhalb des Glaubens, nicht nur unseres Glaubens. Das erlaubt ihm hinzugehen, wohin sein Wille ihn treibt, ohne Gewissensbisse. Er kann sich an dem Glauben anderer bedienen, er kann annehmen und verwerfen, auflesen und weglegen, wie es ihm beliebt, als wäre er auf einem Marktplatz, als wären die Mauern, die uns umgeben, weggefallen, als stünden wir draußen auf einer endlosen Ebene und hätten Sicht in alle Richtungen. Jetzt könnte ich natürlich noch erzählen, wie es weitergeht, dass der alte Burton in Triest dann von seiner Frau, die eine gute Tochter der katholischen Kirche ist, mit den Sterbesakramenten versehen wird und der Priester in einige Skrupel kommt, weil er nicht weiß, ist er überhaupt wirklich Katholik, bereut er überhaupt wirklich. Aber das wäre eine eigene Geschichte. Ich breche hier ab und stelle die Frage, die uns jetzt weiter umtreiben wird: Kann die Vielfalt der Religionen ein Gottesbeweis sein? Dazu gibt es nur, und das ist das Letzte, was ich sage, ein kleines Aperitif in dem jüngsten Buch nach der Flucht. Apropos Bücher, das darf ich nicht vergessen, wurde mir ins Ohr geflüstert. Herbert Zach hat hier also die wichtigen Bücher von Ilya Trojanow alle parat, und Sie sind herzlich eingeladen, die nachher zu erwerben und möglicherweise auch signieren zu lassen. Also in diesem Buch nach der Flucht heißt es, das Gegenteil von Vielfalt ist Einfalt. Die Vielfalt der Sprachen ist an sich schon Poesie, so wie die Vielfalt des Glaubens an sich schon göttlich ist. Vielleicht ist diese Vielfalt der einzig mögliche Gottesbeweis.
Zitat Ende. Ich darf Sie, lieber Herr Trojanow, nun bitten, diesen Aphorismus entsprechend zu kommentieren. Ja, schönen guten Abend. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, weil im Gegensatz zu manch anderem mir die Verwandtschaft zwischen Religion und Literatur völlig einleuchtet. Ich würde sogar sagen, ich kann gar nicht nachvollziehen, dass man sie nicht erkennt. Gar nicht so sehr, weil es ähnliche Techniken gibt, Poesie, Erzählkunst, sondern weil beide Tätigkeiten oder beide Haltungen von etwas ausgehen, was in neoliberalen Zeiten leider inzwischen am Verschwinden ist, nämlich dass es mehr gibt als nur die Ökonomie, die Berechnung, dass es tatsächlich so etwas gibt wie einen höheren Sinn, einen größeren Wert und dass wir mehr sind als die Summe unserer Egoismen. Ich glaube, dass jeder Dichter danach lebt und ich vermute mal, dass Menschen, die den Glauben ernst nehmen, sich auch daran halten. Ich beginne mit einem Gedicht von Laldet, das eine ganz wunderbare, leider noch nie ins Deutsche übersetzte Dichterin aus dem Kaschmir, aus dem 13., 14. Jahrhundert, später mehr über sie. Pilger auf der Suche nach sich. Du hältst an jedem Schrein, atme durch, lies dein Geist, ehe du das Land verbrennst mit der Spur deiner Füße. Auf Pilgerschaft verliebst du dich in das Grün des fernsten Grases. Pilger auf der Suche nach sich, du hältst an jedem Schrein, atme durch, lies dein Geist, ehe du das Land verbrennst mit der Spur deiner Füße. Auf Pilgerschaft verliebst du dich in das Grün des fernsten Grases. Die Einladung, eine Poetikvorlesung über Religion und Literatur zu halten, scheint mir eigentlich als Einladung über Gott und die Welt zu reden. Und daran kann man bekanntlich nur scheitern, sei es, weil es nichts zu sagen gibt, sei es, weil man nicht zum Ende kommt. Beides wäre, glaube ich, nicht in ihrem Sinne. Was jenseits des menschlichen Wortes liegt, spricht von Gott, hat Georg Steiner einmal mit irdischer Eleganz formuliert. Diese Überzeugung teilt er mit brahmanischen Priestern aus vedischer Zeit, die in Exerzitien namens Brahmodia die Grenzen der Sprache so weit ausloteten, bis ein Schweigen eintrat, in dem nicht nur die Mängel der menschlichen Kommunikation sichtbar wurden, sondern auch die Realität des Göttlichen. Mit Bestimmtheit kann man nur sagen, was das Göttliche nicht ist. Getreu einem bekannten Gedanken aus dem Daoismus, dass das Dao, das benannt werden kann, nicht das Dao sein kann. Auf Sanskrit wird diese in allen Religionen verbreitete theologische Einsicht ausgedrückt durch ein doppeltes Neti Neti. Dieses ist es nicht und jenes ist es auch nicht. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass eine negative Definition kein Ende finden kann. Wenn wir über Gott reden, haben wir also die Wahl zwischen Schweigen und Ekstase. Und beide Optionen bringen uns heute Abend nicht wirklich weiter. Qualifiziertes Schweigen wäre durchaus angebracht, aber das würde Sie wahrscheinlich ein wenig enttäuschen. Ekstase hingegen, performativ sehr reizvoll, ist auf Bestellung schwer vorzuführen. Wenn Gott also als Unbeschreibbares entrückt, bleibt uns in diesem Zusammenhang nur noch die Welt. Das ist nicht wenig, auch in diesem Zusammenhang nicht. Denn Religionen beschäftigen sich erheblich mehr mit Mensch und Gesellschaft als mit Gott. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, Religion stelle sich die Aufgabe, die großen Geheimnisse zu lüften, die letzten Dinge auszuleuchten. Im Gegenteil. Viele religiöse Traditionen verweigern solche Erklärungen mit unterschiedlichen Begründungen.
von denen mir jene aus den altindischen Veden die einleuchtendste ist. Nämlich, dass nicht einmal der Mächtigste unter den Göttern erklären könne, wie etwas aus dem Nichts habe entstehen können. Ich finde das einen wunderbaren Gedanken und wie ich ihn überhaupt sehr ans Herz legen kann, auch mal die Veden zu lesen. Die sind von einem philosophischen Reichtum, der sehr, sehr beeindruckend ist. Wer kann erklären, wie etwas aus dem Nichts entsteht? Lange Zeit galt das als unmöglich, dann tauchte Stephen Hawking auf. Jetzt gibt es zumindest eine Erklärung. Buddha erklärt sogar kategorisch, eine Kenntnis von den transzendentalen Dingen wäre unnütz. Religion ist vieles, aber nicht von Gott abhängig. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von den zwei Rabbinern, die eifrig über Gottesbeweise stritten, die ganze Nacht hindurch, bis sie sich irgendwann mal schließlich einig wurden, dass Gott tatsächlich nicht existieren kann. Am nächsten Morgen fand der eine Rabbiner seinen Freund im Garten vor, versunken in seinen morgendlichen Gebeten. »Was tust du denn da?« rief er entsetzt aus. »Wir haben doch heute Nacht entschieden, dass Gott nicht existiert.« Worauf der betende Rabbiner erwiderte, »Was hat denn Beten mit Gott zu tun?« Menschen, die in keinem religiösen Verein organisiert und keinem religiösen Dogma untertan sind, sollten sich daher nicht einreden lassen, Glauben sei die Essenz des Religiösen. Die Gläubigen verfügen über keine Definitionshoheit, allein schon aus Gründen der Logik. Denn wenn Gott unendlich und damit unfassbar ist, kann keiner unter uns Menschen das letzte Wort haben. Das ist die Grundannahme meines schon erwähnten Romans Der Weltensammler. Die Frommen haben kein Vorrecht auf Spiritualität. Denn das ist die Überzeugung der Hauptfigur, Sie haben es gehört, Richard Francis Burton. Es ist nicht akzeptabel, so seine, und er hat mich beeinflusst, irgendwann mal auch meine Überzeugung, dass Dogmatiker sich anmaßen, das Göttliche zu privatisieren. Mit der Behauptung, ihre GmbH, das steht bekanntlich für Glauben mit beschränkter Haftung, dass ihre GmbH am besten für die Verteilung und Wahrung des göttlichen Segens sorgen könne. Mit anderen Worten, der menschliche Geist erscheint mir zu wichtig zu sein, als dass wir ihn Priestern und Theologen überlassen. Wieso sollte es gerade im Spirituellen keine Freiheit, genauer gesagt keine Wahlfreiheit geben? Wenn Religion nicht hauptsächlich Glaube ist, sondern hochkultivierte, lebensnutze Gewohnheit, dann sind die Konventionen, Bräuche, Einsichten einer jeden Religion für jeden Menschen potenziell zugänglich, unabhängig von seiner jeweiligen Herkunft, Prägung und Überzeugung. Die Türen der Religion sind offen und ein jeder kann eintreten. Nicht wenige haben es übrigens getan. Vielleicht nicht ganz so entschieden wie Richard Francis Burton. Vielleicht ist der Polytheismus für unseren modernen Geist tatsächlich eine zu delikate Denkweise, so vermutet zumindest der englische Skeptiker John Gray. Aber was hindert uns daran, auf interreligiöse Wanderschaft zu gehen? Diese Vorstellung ist kein naiv anmutendes Ideal, wie manchem von Ihnen bestimmt durch den Kopf geht, sondern eine Realität, die zu gewissen Zeiten in bestimmten Regionen weit verbreitet war. Es gab Epochen, da legten die Menschen verschiedene religiöse Praktiken an und wieder ab. Je nach Anlass, je nach sozialem, kulturellem Kontext. So wie manche von uns Kleidung passend zur Jahreszeit. Und wenn uns dies heute frivol, oberflächlich oder gar heuchlerisch vorkommt,
dann liegt das an den Denkfesseln, die uns der ausschließliche Monotheismus angelegt hat. Die Wanderer, die mir vorschweben, sind sich keines Tabubruchs bewusst, da sie die kategorischen Trennungen, die manchen von uns als gottgegeben erscheinen, gar nicht wahrnehmen. Grundlage einer solchen, ich würde sie dynamisch religiösen Identität nennen, ist die Überzeugung, in Sachen Gott könnte doch jeder recht haben. Eine andere Frage, ist es denn überhaupt möglich, dass zwei Menschen genau dasselbe meinen, wenn sie Gott sagen? Ist es nicht so, dass in der Vielfalt religiöser Formen sich das einzige Angesicht Gottes findet, das wir überhaupt kennen? Unwissende jedoch, schrieb der indische Denker Swami Vivekananda, versteifen sich auf einen einzigen Standpunkt. Sie verweigern anderen, das Universum nach eigener Auffassung zu interpretieren und wagen zu sagen, dass die anderen Unrecht haben und sie allein im Recht sind. Sie glauben aufrichtig zu sein und ignorieren alle anderen. Es gibt unzählige Ideale. Ich habe kein Recht zu bestimmen, was dein Ideal sein soll und dir mein Ideal aufzuzwingen. Meine Pflicht sollte es sein, vor dir die Ideale, die ich kenne, auszubreiten und zu leben und es dir so zu ermöglichen, für deine Wesensnatur das Beste herauszufinden. Zitat Ende. Den alten Römern war dies übrigens bewusst. Sie hielten es grundsätzlich für falsch, Götter zu beleidigen. Und das galt auch für alle nicht-römischen Götter. Im Krieg beteten sie auch die Götter der Feinde an, deren Stadt sie belagerten. Kann ja nicht schaden. Das erinnert mich an Fälle aus dem Bürgerkrieg in Jugoslawien, als sich christliche Kroaten, die mit der und in der bosnischen Armee gekämpft haben, mit dem Schlachtruf Allahu Akbar in den Kampf stürzten. Als ein sehr verwirrter deutscher Journalist sie fragte, wieso sie denn den islamischen Gott priesen, antworteten sie, weil es hilft. Vor einigen Jahren suchte ich einen Priester der Palomonte-Religion in dem Städtchen Regla namens Havanna in Kuba auf. Ich vermute, Sie kennen die Palomonte-Religion nicht. Das ist eines der sogenannten afro-kubanischen Religionen. Hat in den letzten Jahren sehr an Bedeutung, an soziale Bedeutung und an Attraktivität zugenommen in Kuba. Ein bisschen verwandt mit der afro-brasilianischen Religion Candomblé, die vor allem also im Salvador de Bahia und in der ganzen Region ausgeübt wird, eine sogenannte synkretistische Religion. Dieser Priester der Palomonte-Religion hatte mich also zu sich nach Hause eingeladen. Zuvor hatte ich an einer sogenannten Abofakan-Zeremonie von Ifa teilgenommen, einem der zentralen Rituale zur Lebensbewältigung in der Palomonte-Religion. Das Haus des Priesters war nun ein einziger, bunter, vielfältiger, schwer überschaubarer Altar. Alle Wände waren bemalt, und zwar vom Priester selbst. Als ich all die Fresken betrachtete, fiel mir ein arabisch gekleideter Mann auf, umgeben von schwarzen Marienfiguren. Auf meine Frage, wer denn dies sei, antwortete der Priester mit größter Selbstverständlichkeit, das ist Mohammed. Unweit des Propheten des Islam standen einige rundliche, gut gelaunte, Buddha-ähnliche Skulpturen auf einem hölzernen Podest. Der Priester sah meine nächste Frage voraus. Er sagte, ja, das ist der Gautama. Ich hatte zuvor erfahren, dass Palomonte,
als afrokubanische Religion auf bestimmte Yoruba-Traditionen, Yoruba ist eine Nation, eine Ethnie in Nigerien, basiert, die mit Sklaven aus Afrika auf die Insel gekommen waren. Von islamischen oder buddhistischen Einflüssen und sich dort natürlich mit dem Katholizismus vermischt haben. Von islamischen oder buddhistischen Einflüssen war in den Artikeln und Büchern, die ich gelesen hatte, nicht die Rede gewesen. Ich war dementsprechend verwirrt. Du musst verstehen, erklärte mir der Priester, wir glauben, dass sich jeder Mensch seine eigenen spirituellen Vorbilder auswählen darf. Mich persönlich zieht es hin zu Buddha und zu Mohammed. Deswegen habe ich ihnen einen Platz auf meinem Altar eingeräumt. Großartig, dachte ich. Und malte mir sofort aus, wie das in meiner Wohnung aussehen könnte, wenn ich also all meine Wände bemalen würde, wie sich Adi Shankara neben Ibn Arabi, Lao Tzu, Tertullian, Kabir, Meister Eckhart und Sri Ramakrishna auf meinen vielen weißen Wänden im 9. Bezirk ausmachen würden. Unter dem Konterfei Ramakrishnas würde ich dann den Satz hinschreiben, Zitat, ich musste verschiedene Religionen praktizieren, Hinduismus, Islam und Christentum und auch die Wege der Hindu-Sekten. Und ich fand, dass es derselbe Gott ist, dem sich alle nähern, nur eben auf verschiedenen Wegen. Zitat Ende. Was in dieser Zusammenfassung so nüchtern, selbstverständlich klingt, war keineswegs leichtfertig dahingesagt, sondern die Frucht eines jahrelangen, teilweise qualvollen Prozesses der Versenkung in zuvor unvertraute Gebete und Meditationen, ein Anrufen verschiedener Gewalten, ein Einhalten verschiedener Gesetze. Wenn Sie das Thema weiter interessiert, es gibt eine sehr schöne Biografie, kurze Biografie von Romain Rolland über Sri Ramakrishna, wo das beschrieben ist. Als ich knapp 6 Jahre in Bombay, inzwischen offiziell Mumbai genannt, lebte, wo ich einen Großteil von dem Roman Der Weltensammler recherchiert und konzipiert habe, ging ich sehr oft zum Grabmal, weil es in der Nähe meiner Wohnung lag, zum Grabmal von Haji Ali, über einen geschwungenen Kai, der eine kleine Insel mit dem Festland verbindet. Zu jeder Tages- und Jahreszeit gingen unzählige Menschen diesen Kai entlang, ließen die Wolkenkratzer der Metropolis hinter sich, belästigt von Bettlern, begleitet von den Wellen des Indischen Ozeans, den ein Mann namens Ali einst überquert hatte, um seine Pilgerreise nach Mekka zu vollziehen. Auf dem Rückweg starb er. Seine Anhänger wollten seinen Leichnam in einem Sarg nach Hause bringen. Doch das Schiff sank, unweit der Küste, in einem schweren Sturm. Und der Sarg wurde dort an Land geschwemmt, wo sich heute die Haji Ali Durga befindet. Das Erstaunliche ist nun, dass sich Menschen aller Glaubensrichtungen in Bombay zu dem Grabmal dieses Moslems begeben und ihn als Heiligen auf eine Weise verehren, die nicht der islamischen Tradition entspricht, etwa indem sie ihm Blumen darbieten. Ein anderes Beispiel, im Stadtteil Bandra, weiter nördlich, ungefähr in der Mitte von Bombay gelegen, findet einmal im Jahr das Fest von St. Mary statt. Das ist eine sehr schöne Kirche auf einem Hügel gelegen. Und zu diesem Fest finden sich 1 Million Menschen zusammen, um die Mutter von Jesus um Fürsprache zu bitten. Nun ist aber diese 1 Million ein Vielfaches der Zahl der Katholiken in der Stadt. Ich war jedes Jahr dort und habe gestaunt über die Menschen, die die ganz langen Treppen hinaufgingen und wieder herunter. Frauen übrigens auch in wallenden schwarzen Verhüllungen, die auf der langgezogenen Treppe dem Kreuz entgegenschritten.
Diese zwei Beispiele sind in Indien keine Ausnahmen. Die Durgas, die Schreine der Sufi-Heiligen, zogen seit jeher Fromme aus allen Religionen an. Diese ekstatischen Gottsucher kamen zwar ursprünglich aus der Türkei, aus dem Iran, aus Zentralasien, doch sie passten sich schnell den religiösen Gepflogenheiten Indiens an, weil ihnen Liebe und universelle Brüderschaft und Geschwisterschaft als höchstes Gut galten. Wie hätten sie, gemäß ihrem Ideal, ihrer Haltung, fremde Bräuche miss- oder gar verachten können? Die legendären Sufi-Heiligen unterschieden nicht zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen. Sie wurden daher und werden es immer noch über alle Grenzen hinweg geehrt, weil sie irdische Ideale wie Mitgefühl und Großzügigkeit vorgelebt haben. Und deswegen sind übrigens auch diese Schreine Opfer mit der schlimmsten Angriffe von Terroristen. Ich war letztes Jahr im Februar im Sindh in Pakistan bei einem der schönsten Schreine, die es überhaupt gibt, von Abdul Latif Shah. Und einen Tag danach gab es dort ein schreckliches Bombenattentat mit, ich glaube, über 100 Toten. Das heißt, gerade diese Haltung, diese offene Haltung ist den Fundamentalisten ein besonderer Dorn im Auge. Die Weisheit dieser Sufis war ein für jeden Menschen zugängliches Heilmittel und nicht das esoterische Privileg ritueller Spezialisten, wie natürlich im traditionellen Hinduismus die Brahmanen darstellen. Diese Menschen vermochten Gott in allen denkbaren Schattierungen zu sehen. Mit feiner, vielschichtiger Ironie nannte der mittlerweile verstorbene Mallikarjun Mansur, einer der großen Meister klassischer indischer Musik und ein frommer Hindu, als Lieblingshymne just eine, die mit den Worten Pratham Allah beginnt, was bedeutet, vor allem anderen kommt Allah. Die von mir eingangs zitierte Dichterin Lal Det, eine Anhängerin Vishnus, galt jahrhundertelang allen Kaschmiris als Heilige, also auch der muslimischen Mehrheit. Solche Beispiele sind Legion. Ich könnte, weil es eines meiner Lieblingsthemen ist, wirklich den ganzen Abend nur solche Beispiele erzählen. Ich werde aber jetzt aufhören. Nur ein letztes, einer meiner Lieblingsdichter, der müsste irgendwie auch auf dem Altar Platz finden, Kabir. Kabir, ein Sohn einer der ältesten Städte auf Erden, nämlich Varanasi, das ist am Ganges gelegen. Kabir war so offensichtlich und unwidersprechbar heilig, nicht wegen seines Lebens, sondern einfach, weil die Gedichte, die er geschrieben hat, so dermaßen überragend sind, dass fromme Menschen nur vermuten müssen, dass er von Gott geküsst wurde, dass ihn nicht nur Hindus und Moslems verehren, sondern auch eine eigenständige Sekte, die ihn als Inkarnation Gottes betrachtet. Ich weiß nicht, wie Kabir das selber beurteilen würde, weil er ein Freigeist war, aber es gibt nicht wenige Dichter, ich kenne manche Kollegen, die durchaus sich geehrt fühlen würden, wenn sie nach ihrem Ableben als Inkarnation Gottes verehrt werden würden. Nun gibt es nur eine Tagesreise von Varanasi entfernt, einen ganz besonderen Ort, einen kaum bekannten Ort, nämlich das wichtigste Heiligtum der Pranami, einer Glaubensgemeinschaft, die alle Religionen akzeptiert und alle Propheten aller Religionen als Botschafter Gottes anerkennt, in dem Bestreben, den Weg zu einer universellen Religion zu ebnen. Mahamati Pranath, der religionseigene Prophet, war ein Gujarati, also aus der indischen Provinz Gujarat im Nordwesten, 1618 in Jamnagar geboren, dessen Vater dem örtlichen König als hoher Beamter diente und dessen Onkel in Arabien mit Diamanten handelte. In jener Zeit lebte eine beachtliche Zahl angesehener Araber
in den Handelsstädten der westindischen Halbinsel Katjava. Mahamati Pranath scheint Arabisch gelernt und den Koran ausgiebig studiert zu haben. Fast ein Jahrzehnt bereiste er den arabischen Raum, lebte in Basra, Maskat, Koga und Abbas. Schon früh predigte er, dass Gott eins und ohne Form sei und alle Religionen nur diesen einen Gott verehrten. Es gibt interessanterweise keinen einzigen historischen Beleg, dass er auf seinen Reisen wegen seiner Predigten verfolgt wurde. Genau 250 Jahre später wurde in Porbandar, nur 100 Kilometer von Jamnagar entfernt, ein Junge geboren, dessen Vater dem örtlichen König als hoher Beamter diente und der ebenfalls ein Leben lang für die Versöhnung der Religion, vor allem für die Versöhnung von Hindus und Moslems, plädieren sollte. Seine Familie gehörte der Panami-Sekte an. Der Junge wuchs heran mit Ritualen, bei denen der Priester sowohl aus dem Koran als auch aus der Bhagavad Gita vortrug, von dem einen zum anderen wechselnd. So, als wäre es bedeutungslos, aus welchem Buch er las, solange das Göttliche hörbar wurde. In der offiziellen Hagiographie findet übrigens diese frühe religiöse Prägung Mahatma Gandhis, denn um diesen Menschen handelt es sich bei dem Jungen, kaum Erwähnung. Als ich nun an diesem Ort war, das war inzwischen, glaube ich, vor fast 20 Jahren, saß in der Ecke des Tempels ein alter Mann und las aus dem heiligen Buch, genannt Kuljam Sharif, 14 Bände mit 18.758 Versen, ich habe es mir aufgeschrieben, darunter Texte aus verschiedenen Religionen samt Verweisen, heute würde man sagen Links. Seine Stimme breitete sich per Lautsprecher über die gesamte Anlage aus. Tag und Nacht, 24 Stunden lang, wurde hier aus diesem Buch vorgetragen. Unser Glaube, sagte der Priester, erlaubt uns nicht, andere Gläubige zu konvertieren. Was Not tut, ist eine Veränderung der eigenen geistigen Einstellung. Wenn man Religion richtig begriffen hat, spielt es überhaupt keine Rolle, welchem Glauben man anhängt. Konflikte haben ihren Ursprung in der Ignoranz der Menschen, die sich auf ihre äußeren Unterschiede versteifen. Das ist der Grund all der Gewalt in der Welt. Wenn Sie das verstanden haben, werden Sie erkennen, dass es nur eine Religion geben kann, die Religion Gottes, und nur ein Volk geben kann, das Volk Gottes. Zitat Ende. Ist dies nun schrecklich naiv? Oder vielleicht auf einer höheren Ebene wahr und wahrhaftig? Wenn wir die Sprachdifferenzen, die ikonischen und mythischen Unterschiede alle wegschälen würden, bleibt da nicht ein ethisches Destillat übrig, das uns allen gemeinsam ist? So wissen wir etwa, dass sich die goldene Regel, behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst, bei Konfuzius, in der Mahabharata, bei Buddha und dem Zoroastrismus, in altgriechischen Texten ebenso wie im Neuen Testament findet. Offensichtlich ein universelles Prinzip jenseits aller Religionsgräben. Als vor Jahren auf Anregung der Religionswissenschaftlerin Karen Armstrong, manche von Ihnen werden sie kennen, war zuerst eine Nonne, dann ist sie aus dem Orden ausgetreten und hat einige bemerkenswerte Bücher geschrieben. Als auf ihre Anregung hin eine sogenannte Charta des Mitgefühls interaktiv im Internet ausgearbeitet wurde, mit Vertretern aller möglichen Religionen, einigte man sich schließlich auf folgende Formulierung. Zitat: Das Prinzip des Mitgefühls liegt allen Religionen, ethischen und spirituellen Traditionen zugrunde und ruft uns auf, immer alle anderen so zu behandeln, wie wir selbst behandelt zu werden wünschen.
Zitat Ende. Vielleicht ist dieser Satz die beste Beschreibung des göttlichen Prinzips, die uns Menschen überhaupt gelingen kann. Die goldene Regel klärt bestimmt vieles im Verhältnis zwischen den Menschen und auch im Verhältnis des Einzelnen zu seinem jeweiligen Gott. Doch etwas bleibt ausgeklammert, das in unseren Zeiten nicht unbedacht bleiben darf. Das Verhältnis des Menschen zur Natur. Über dieses Verhältnis reflektiert mein Roman Eistau, 5 Jahre nach der Weltensammler erschienen und für mich gewissermaßen die Fortsetzung dieser Überlegungen auf einer anderen thematischen Ebene. Der monotheistische Glaube, ich glaube, das ist unumstritten, ist geprägt vom Anthropomorphismus. Entweder weil er dem Absoluten großzügig eine Ähnlichkeit mit uns Menschen zugesteht, oder weil angenommen wird, wir seien Gottes Ebenbild, getreu der uns allen geläufigen Schöpfungsregel, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und als Frau. Und weiter heißt es, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Die Menschen sind also essentiell anders als die Tiere. Und der Humanismus der Aufklärung hat diese Grundhaltung übernommen und einen grundsätzlichen Spalt zwischen uns und den Tieren propagiert. Selbst der Postmodernismus setzt dieses anthropozentrische Denken fort, bis hin zu dem fragwürdigen, inzwischen aber in aller Munde befindlichen Ausdruck Anthropozän für unsere Epoche. Dabei wäre Kapitalozän präziser und angemessener. In dieser Hinsicht ist selbst das säkularste Denken eine Fortsetzung uralter religiöser Axiome. In dem Psalm steht geschrieben, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt, all die Schafe, Ziegen und Rinder und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. Aus dem 8. Psalm. Ich glaube, wir haben da ein Problem. Wenn wir unseren Planeten vor den entfesselnden Verschwendungs- und Vernichtungskräften des globalisierten Kapitalismus und unserer individuellen Gier schützen wollen, wenn wir die Schöpfung und ihre Vielfalt tatsächlich als göttliches Prinzip ernst nehmen, müssen wir den Menschen von diesem Sockel stoßen, weil er in solch privilegierter Position meines Erachtens eine blasphemische Existenz führt. Er treibt die Entgötterung der Natur konsequent voran, indem er sie zur Nutzbarkeit erniedrigt und reduziert. Hilfe leisten können uns religiöse Vorstellungen aus aller Welt, die den Menschen gerade nicht in den Mittelpunkt stellen und die Zeit nicht enden lassen, damit sich der Mensch Ewigkeit arrogieren kann. Seien es zum Beispiel Vorstellungen der Indianer aus dem Amazonas oder Weisheitslehren im Daoismus, um nur 2 erfrischend anders gewichtende Traditionen zu nennen. Adolf Holl, den Sie bestimmt alle kennen und ich bin sicher besonders hier an der Theologischen Fakultät besonders schätzen, Adolf Holl erzählte mir vor Jahren von einem Gespräch, dem er beigewohnt hat, zwischen Ivan Illich und Ernst Bloch. Der Christ Illich redete sich in Rage über die apokalyptische Hysterie aller Orten. Damals schon. Was würde er heute sagen? Hyper-Hyper-Hysterie. Bis der spirituelle Atheist Bloch und der große Utopist ihn mit den Worten unterbrach, was regen Sie sich denn eigentlich so auf? Die Apokalypse müsste Ihnen doch genehm sein.
Zitat Ende. Zweifellos, worauf Bloch hinaus wollte, ist, dass jene, die ans ewige Leben nach dem Ende der Zeit glauben, oder zumindest manchen von ihnen, so etwas wie der wachsende CO2-Ausstoß geradezu als Subvention zum Erreichen des Klassenziels erscheinen muss. Andere aber, die der Idee des Weltuntergangs keinen Reiz abgewinnen können und auch nicht der Idee der permanenten Krise, die einen Großteil der Menschheit in absolut menschenunwürdigen Lebensbedingungen versklavt. All diese anderen sollten mitwirken, unsere endzeitliche Grundierung zu exorzieren. Es geht mir also um eine utopische Sehnsucht, indem wir tatsächlich eine weitere Versöhnung vornehmen, nicht nur die Versöhnung zwischen den Traditionen, zwischen den Richtungen, zwischen den Menschen, sondern auch eine längst überfällige Versöhnung zwischen Natur und Mensch, Tieren und Menschen. Und ich glaube, dass eine solche Versöhnung tatsächlich nur zustande kommen kann, wenn wir die destruktiven Kräfte des Kapitalismus überwinden. Ich möchte mit einem kurzen Gedicht von Kabir enden. Ich habe ihn schon erwähnt. An meiner Wand links oben der Dichter aus Varanasi. Es gibt eine wunderschöne Legende über Kabir. Er hat nämlich so schön gedichtet, so schön vorgetragen. Denn damals wurden natürlich, so wie bei den deutschen Minnesängern, auch bei den Bhakti- und Sufi-Sängern, Gedichte grundsätzlich vertont, grundsätzlich gesungen. Er hat also so schön gesungen, dass die Wellen Ganges ist ja bekanntlich weiblich, dass die Wellen der Ganges ihn über die bestuften Stufen der Ghats, das sind diese langen Treppen, die zum Ganges herunterführen, nach oben folgten. Und jedes Mal, wenn er wieder vom Wasser hinaufstieg, stieg das Wasser mit ihm, um seinen Versen lauschen zu können. Ein Gedicht von Kabir. Farbe entsteht aus Farbe. Hinter jeder Farbe Licht. Welche Farbe hat das Leben? Wenn du es weißt, dann sprich. Farbe entsteht aus Farbe, hinter jeder Farbe Licht. Welche Farbe hat das Leben? Wenn du es weißt, dann sprich. Der Legende nach folgte daraufhin Schweigen. Deswegen schweige ich jetzt auch. Dankeschön. Ja, da es jetzt nicht meine Aufgabe sein kann, das Schweigen meinerseits zu beschweigen, darf ich zunächst mal herzlich danken für den Vortrag und die Anregungen, nicht zu sagen Anstöße, die Sie gerade auch an die Adresse der Theologie gebracht haben, durch Ihren Gedanken quasi der interreligiösen Wanderschaft oder jetzt im zweiten Teil den Gedanken quasi den Anthropozentrismus vom Sockel zu stoßen, um eine Versöhnung zwischen Mensch und Kosmos zu befördern. Ich wäre jetzt geneigt, einerseits Einverständnis, andererseits auch Kontrapunkte zu setzen, aber es könnte natürlich sein, dass das auch dann 5-6 Minuten dauert. Jetzt, ich gehe das Experiment mal ein, selbst auf die Gefahr hin, dass ich ins Stottern und Stammeln komme, aber das geziemt ja durchaus auf einem Theologen, wenn es um schwierige Fragen geht. Also ich bin natürlich zunächst ganz beeindruckt über die Vielfalt an Kulturen, an Erfahrungen, also die Sie ausgebreitet haben. Ich bin auch ganz mit Ihnen, wenn quasi die konfliktive Dimension von Religion ausgeschaltet werden soll. Sie haben den exklusiven Monotheismus genannt. Sie haben dann allerdings eine Lösung anvisiert, wo ich ein leichtes Fragezeichen ansetzen will. Und da wird es dann vielleicht auch spannend. Sie haben gesagt, ja, also mehrere zitiert, die sagen, ja, die unterschiedlichen Religionen sind eigentlich quasi
approximative Annäherung an das Göttliche Eine, das Geheimnis Gottes, das ohnehin eigentlich niemand kennt, niemand ausdrücken kann. Hier wäre jetzt die kontrapunktische Rückfrage: Was wäre, wenn dieses göttliche Geheimnis von sich aus sich mitteilt, sich dem Menschen auf menschliche Weise mitteilt und es Menschen gibt, die diese auf menschliche Weise vollzogene Mitteilung Gottes ernst nehmen. So ernst nehmen, dass sie sie nicht als übergriffige Wahrheitsanmaßung verstehen, sondern als dankbare Entgegennahme dessen, was sie von sich aus gar nicht machen können. Also einerseits haben wir in der christlichen Tradition natürlich auch den Gedanken, dass Gott Geheimnis ist. Ja, si comprehendis, non est Deus, sagt Augustinus. Also wenn du mit Begriffen zugreifst, ist es alles nur nicht Gott. Aber wir haben auch den Gegengedanken, der sagt, incomprehensibilis voluit comprehendi. Der Unbegreifliche wollte sich begreiflich machen. Und das Kühnste ist vielleicht, dass er das auf anthropomorphe Weise tut. Nämlich er kommt dem Menschen so weit entgegen, ja, dass er es auf menschliche Weise tut. Das wäre jetzt quasi, die müsste man christologisch weitergehen. Das Zweite, die Ausbeutung. Dann ja? Kleiner Einwand. Ja. Sie können nach 2000 Jahren leider nicht garantieren, dass es da nicht große Missverständnisse gegeben hat. Ja. In dieser Kommunikation zwischen. Da haben Sie völlig recht, dass Sie das nicht. Das ist ein gewisses Problem. Ja, das ist das Problem. Aber deswegen würde ich sagen, die Alternative jetzt wäre aus meiner Sicht nicht exklusiver Monotheismus, der eine scharfe Differenz zieht zwischen Gläubigen und Ungläubigen und die Ungläubigen in negativen Stereotypen niedermacht und quasi dem, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie Sie es genannt haben, also die zweite Version, also das Inklusive, beziehungsweise, das wäre eigentlich mein Stichwort. Also, aber ich glaube, ich verstehe, was Sie sagen, aber ich glaube, das eine muss das andere nicht ausschließen. Und ein konkretes Beispiel sind die Jesuiten in Indien. Also die Jesuiten in Indien, die übrigens mit die besten Schulen und Universitäten gegründet haben, sind ja nicht vom Glauben abgefallen. Also ich glaube, dass sie weiterhin im Rahmen des großen katholischen Stroms sich befunden haben. Trotzdem haben sie aber in völliger Überzeugung gesagt, das ganze Erbe der anderen Religionen müssen wir genauso lehren und müssen wir genauso wahrnehmen, müssen wir genauso reflektieren und in einen gesellschaftlichen Diskurs bringen und haben das tatsächlich gemacht. Also ich habe Freunde, die an jesuitischen Schulen waren, da wurden selbstverständlich auch die hinduistischen Texte im Unterricht gelesen, genauso wie die Bibel. Insofern glaube ich, schließt das eine das andere nicht aus. Also ich glaube durchaus, dass man für sich selber sozusagen diese klare Verortung vornehmen kann, aber aus Gründen der philosophischen und politischen Weisheit sie nicht verabsolutiert. Ich glaube, das ist sozusagen durchaus möglich, das miteinander zu versöhnen. Okay, ja, also das wäre... Beziehungsweise nicht nur glaube ich das, sondern es gibt Leute, die es machen. Ja. Gut, also ich hätte jetzt, also mit dem, dass man dialogisch auf andere Bezug nimmt, das quasi aus der Eigenperspektive der anderen auch aufzunehmen versucht. Also, dass man dialogische Brücken baut. Das bin ich ganz d'accord. Das ist auch das Therapeutikum gegen die Pathologien von Religion im Sinne des Fanatismus. Aber diesen Gedanken jetzt quasi der transreligiösen Grenzgängerei, da hätte ich jedenfalls Schwierigkeiten. Aber ich wollte das nur markieren. Das Zweite, ist mir völlig klar. Das Zweite. Alles andere hätte mich jetzt sehr erstaunt. Ja, das Zweite ist, man kann natürlich die Schöpfungsgeschichte so lesen, dass sie die Lizenz zur Ausbeutung sei. Das haben ja auch Drebermann und andere getan, dass da letztlich das Grundübel drin liegt. Man kann aber genauso natürlich von den biblischen Quellen her eine Ethik des verantwortlichen Umgangs mit den Ressourcen der Schöpfung entwickeln. Dann gibt es genau... Also ähnlich wie der Allianzen. Ich weiß, dass es diese Tendenz gibt, dass sie auch zunimmt, auch innerhalb der katholischen Kirche. Andererseits ist es Papst Franziskus. Absolut, ja. Der hat auch ein paar wirklich gute Sachen gesagt. Aber es ist trotzdem eine Minderheitenmeinung. Und ich glaube, historisch kann man nicht bestreiten, dass Christentum und Kapitalismus eine enge Partnerschaft eingegangen sind, die
zu vielen dieser katastrophalen Folgen geführt hat. Wenn tatsächlich jetzt sozusagen durch eine wirklich auch innerhalb der katholischen Kirche weitreichende Neufassung des Schöpfungsgedankens tatsächlich Grundprinzipien kapitalistischen Wirtschaftens in Frage gestellt werden, wäre ich der Erste, der Beifall klatschen würde. Das ist aber, glaube ich, ein Projekt, was im Moment verhandelt wird, und ich weiß nicht, wer den Sieg davon tragen wird. Aber ich glaube, dass es in der Theologie zumindest einige Ansätze gibt, an die man da anknüpfen kann. Aber bevor das jetzt in Gefahr gerät zu einem Monolog hier auf der Bühne, Dialog auf der Bühne zu werden, öffne ich gerne die Runde und darf Sie...